Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zum Tag 3 unseres Akku-Reichweiten-Tests mit dem S-Scoot Voyager. Heute ist es zwar sonnig, aber ein bisschen kühler als die letzten Tage. Also nutze ich jetzt nochmal die Gelegenheit und ja, weiter geht's mit dem Akku-Reichweiten-Test. Ja, wir sind bei 52,6 Kilometer stehen geblieben und jetzt schauen wir mal, wie weit wir heute noch kommen. Viel Spaß! Ganz schön windig heute! Was macht ihr zum Spaß? Der Hohlebach, ein Gutshof Wöltingerode. Das ist ein altes Klostergut. Hier sieht man noch schön die zugemauerten Fenster da unten. Ja, man munkelt, dass es hier noch unterirdische Teiche gibt, wo die Nonnen früher ihre verboten gezeugten Kinder ertränkt haben. Das sind, wie es immer so gibt, bei alten Burgen, Ruinen und Klöster. Ja, diese schaurigen Geschichten, die es so gibt. So, heute habe ich mal meinen Rucksack zu Hause gelassen, habe also nur meine kleine Tasche mit auf dem Gepäckträger. Und ja, je mehr Akku wir jetzt auch verbrauchen und je mehr Leistung wir verlieren, hat es natürlich auch noch einen Vorteil. Der Akku wird dadurch leichter, weil er ja Leistung verliert und deswegen wird das gesamte Fahrrad leichter. Und das ist jetzt natürlich nur ein Witz, aber ich finde den Gedankengang gar nicht mal so schlimm. Akku verliert Leistung und somit auch Gewicht. Aber ja, wie gesagt, war nur ein kleiner Joke am Rande. Motor unterwegs. So ihr Lieben, kurze Pause, mal wieder an meinem Lieblingsplatz am See. Ich finde den Baum so schön, dahinter dann die Berge vom Vorharz, ne, sehr schön. So, gucken wir mal, Zwischenstand, so viel könnte es eigentlich noch nicht sein. Gucken wir mal. 60,6. Ja, und die Anzeige geht wieder nach oben anstatt nach unten. Aber wie gesagt, das pendelt immer ein bisschen hin und her. Wenn wir jetzt ein paar Minuten aus haben, das Display, dann machst du es an und auf einmal ist wieder ein Balken mehr da. Aber ich glaube, das ist nur irgendwie Tarnung. Also wir wissen ja, dass der Akku nur noch halb voll war. Und ja, damit rechnen wir jetzt auch und arbeiten und wir gucken dann mal, wie es weitergeht. So, an der Stelle auch mal vielen Dank für eure vielen Kommentare.
Und liebe Grüße an alle. Der Klaus, der hat auch kommentiert, dass er auch gerade dabei ist, den Akkureichweitentest zu absolvieren. Und wir waren bisher ziemlich auf gleicher Welle mit dem Verbrauch. Und der Ralf hat auch geschrieben, dass er mal mit dem Escute Wayfarer einen Test gemacht hat. Da ist er wohl so um die 72 Kilometer gekommen. Und ja, finde ich ganz klasse, dass ihr euch beteiligt und eure Erfahrungen auch mitteilt. Ja, so kann man sich auch gut austauschen. Und es ist ja auch interessant, wenn man mal hört, wie es bei den anderen so läuft. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Schöne lange Gerade, leichter Anstieg. Habe ich mich jetzt so ein bisschen eingefahren. Ich fahre mal wieder an auf Motorstufe 4, was man ja normalerweise nicht macht, weil das Akku verbraucht. Aber ich habe eben noch mal das Mikrofon aufgesetzt. Wir haben jetzt also Gang 6. Und wenn ich mich eingependelt habe, sind wir so bei 23. Und Wattzahl 150, 160. Ja, und das ist so, wie gesagt, bei Stufe 4, Gang 6, Gang 7, je nachdem, wie der Wind steht. Und jetzt bin ich so bei 130 eingependelt, 23,5, 23,6, je nachdem. Ja, und das ist quasi so eine Teilung, Hälfte Motorleistung, Hälfte Eigenenergie. Ich glaube, das ist ganz effizient. So, da sind wir auch schon. Endfazit kommt gleich von der Terrasse. So, ihr Lieben, wir sind angekommen. Dritter Tag ist geschafft. Was haben wir geschafft? 68,8 Kilometer. Ja, der dritte Balken, der war ja schon weg. Also der ist jetzt wieder dazugekommen. Aber das Spiel kennen wir ja schon. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass wir noch einen Tag schaffen werden. Beziehungsweise eine Tour, bis der Akku dann leer ist. Und ja, ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Und ja, bin gespannt auf den letzten Tag, auf die letzte Tour. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, bleibt alle gesund. Euer Casey. Ciao.